Einige der Gläubigen konstruieren geniale Dinge, um die Götter zu erfreuen. Ich habe einen Tempel zu Ehren Serenias gesehen, der eine komplexe Anordnung von Spiegeln enthielt, um das Licht der Sonne auf den Altar zu werfen. Erzählt mir von der Oase des ewigen Lichts. Ich war noch nie dort, doch den Geschichten nach ist es ein wundersamer Ort. Er ist den treuesten Anhängern Serenias heilig. Die Oase befindet sich in Selzhabadar in Kasmaran. Pilgern aus ganz Golarion reisen dorthin und erbitten den Segen der Göttin. Der Legende nach hat das Wasser der Oase des ewigen Lichts Heilkräfte. Jeder, der darin badet, soll von sämtlichen Krankheiten geheilt werden. Tristan lächelt gedankenverloren. Stellt euch das nur einmal vor, ein Ort, an dem sich Gläubige aus aller Welt versammeln, um zu beten. Die Geschichten, die sie einander erzählen könnten. Was ist das Sonnenmacherfest? Das Sonnenmacherfest findet am Tag der Sommersonnenwende statt, an dem die Gebete ihrer Anhänger Serenias am leichtesten erreichen können. An diesem Tag erstrahlt Kelish in prächtigen Farben in allen Winkeln des Paradiesreiches. Lobpreiset das Volk seiner Göttin, indem es tanzt und singt, Feuerwerke abtrennt und Drachen steigen lässt. Ich hoffe, dieser wunderschöne Brauch wird eines Tages auch euer Land erreichen. Mehr will ich dazu im Moment nicht wissen. Na, falls ich schaffe. Je mehr ich höre, desto mehr habe ich das Gefühl, deine Serenia ist kein Pfifferling wert. Sag mir mal lieber nicht. Ich habe genug gehört über Serenia. Ach, hier geht's ja weiter. Was führt dich in unsere Lande? Ich hatte Gerüchte gehört. Dieses Land solle verflucht sein. Und die Flüche werden angeblich stärker. Als würde ihnen etwas Macht gewähren. Ich konnte diese Gerüchte nicht ignorieren. Okay. Das ist eine gute Aussage. Von welchen Flüchen sprichst du? Tristan neigt verwundert den Kopf zur Seite. Begreift ihr es denn nicht? Jedes Wort, das während eines hitzigen Streits ausgesprochen wird, verwandelt sich hier in eine Prophezeiung und wartet nur darauf, sich selbst zu erfüllen. Und wären es nur die Bewohner, das Land selbst ist voller Flüche, die so alt sind, dass ihre Herkunft nicht mehr nachzuvollziehen ist. Kann ich nichts anfangen mit. Der verlassene Tempel von Erastir zum Beispiel, an dem wir uns begegnet sind. Was ist mit ihm geschehen? Welche Macht hat die Priester dazu getrieben, einen so erhabenen Tempel den Launen der Natur zu überlassen? Werden wir sie erfahren? Ich wurde selbst fast von Ungeheuern getötet. Glücklicherweise seid ihr, Jod, gefolgt und habt mich gerettet. Ich stehe tief in eure Schuld. Du hast einen weiten Weg hinter dir. Tristan lacht herzlich. Wenn man es so sieht... Aber bitte, glaub nicht, ich wäre den ganzen Weg aus Kelish nur aus Neugier gekommen. Ich war schon lange davor auf Wanderschaft. Das ist ein Brauch unserer Glaubensgemeinschaft. Je weiter unser Weg führt, desto mehr Bedürftigen können wir helfen. Warum hat Jod dich in seinen Prophezeiungen gesehen? Serenia betrachtet alle guten Götter und Göttinnen als ihre Verbündeten. Viele von ihnen haben an der Seite der Göttin gegen Ruvaguk gekämpft, auch Erastriel. Indem ich zu Serenia bete, berichte ich ihr von meinem Unglück im Tempel des Elch. Die gnädige Göttin hat mein Flehen nicht ignoriert. Aber wen hätte sie um Hilfe bitten können, außer Erastriel, dessen Glaube in diesem Lande stark ist? Erastriel hat Jod ein Zeichen geschickt und ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um mich zu retten, Tristan seufzt. Ehrlich gesagt war ich sicher, meine Reise wäre beendet und diese Kreaturen würden mich töten. Du hast hier viel Zeit verbracht. Was glaubst du, was die Zukunft für dieses Land bereithält? Das hier ist ein grausames Land. Als ich herkam, wurde ich Zeuge von viel Schmerz und Leid. Doch ich habe auch viel Güte gesehen und jenen, die sich selbst und ihre Familien beschützten. Die Bewohner der Raublande sind entschlossen und bleiben sich selbst treu. Ich bewundere ihre Stärke. Ich weiß allerdings noch nicht, was den Flüchen, die in diesem Land an Stärke gewinnt, Kraft verleiht. Ich schwöre, ich werde nicht gehen, ehe wir die Antwort darauf gefunden haben und einen Weg, sie zu brechen. Verzeiht, dass ich nicht auf Serenias Namen schwöre, aber ich habe die Göttin in letzter Zeit ohnehin schon oft belästigt. Es wäre besser, ihr durch Taten zu dienen, nicht durch Gebete. Wechseln wir das Thema. Ging ja schnell. Du hast dich Auserwählter Serenias genannt. Was meinst du damit? Tut mir leid, das war ein Scherz. Andere Akolyten in meinem Tempel haben mich immer mit diesem Titel geneckt. Das dürfte euch zeigen, wie gläubig und fromm ich im Gegensatz zu ihnen war. Und doch ist mein Glaube stark. Serenia weiß das und beschützt mich in Zeiten größerer Gefahr.
Wenn jemals etwas mein Leben bedroht, werde ich durch ihre göttliche Macht in einen sicheren Ort gebracht. Geh, ich will dich nie wieder sehen, oder ich sollte jetzt gehen. Dann geh mal. Tristan nickt. Es war mir ein Vergnügen. Interessanter Charakter, oder? Aus, die Sätze als Kind. Gehen mal kurz alle Charaktere. Also es ist Harim. Harim ist bei den Zwergen. Die vergöttern übelsten Gott und haben nur ein Ritual. Eine Rüstung schmieden. Er verbrennt sich die Finger, lässt den Hammer fallen. Rüstung ist kaputt. Hände im Eimer, Knie auch im Eimer. Wird verstoßen. Flüchtet. Komplette Depression. Findet ein Gott des absoluten L-Wunderuntergangs. Und verflucht jetzt alles und jeden. Ist aber mein Kampfzwerg Nummer 1. Toller Mann. Da hinten, da ist Amiri. Auch eine super Geschichte. Sie ist eine Frau und voll emanzipiert. Die will alles und jeden was beweisen. Die hat sogar einen Frostriesen gekillt. Ein Stamm dahin gezeigt, wurde verstoßen vom Stamm oder ist da abgehauen, nachdem sie da alle fertig gemacht hat. Um jetzt den Stamm zu beweisen, dass sie doch eine Kriegerin ist, nicht nur eine Frau, zieht sie halt raus, macht halt alles platt. Verstoßen, verstoßen. So, der J. Kafken, damals Priester in einer Stadt, wusste was von Werwölfen. Sieht einen Typ, holt den übelsten Mob, richten den Typen hin, kein Werwolf. Schuldig, kommt hierher, um Rache zu üben, Vergebung zu üben, findet mich kurz vorm Sterben. Ausgesetzt als Kind, aufgewachsen im totalen Glauben, total Banane in der Birne. Geht dahin alleine, hey, ich mach das schon, riesiger Monster und ich muss ihn retten. Kampftruppe wird immer besser. Ja, es kann nur schlimmer werden. Aber interessante Charaktere. Die will ich noch nicht ansprechen. Die zwei auch nicht. So, wir gehen erstmal schlafen. Genug gesprochen, jetzt wird gekämpft. So, wir haben jetzt geschlafen. Das heißt, weitere 8 Stunden weg. Es sind nur noch 71 Tage und 16 Stunden, das Versteck des Hirschkönigs ausfindig zu machen, damit ich hier Baron werden kann. Werde ich Baron, habe ich die Möglichkeit, König zu werden. Und darum geht's. Verdammt, ich will König werden. So, Ausrüstung wollte ich kaufen. Es gibt keine Ausrüstung. Nur ein paar Heiltränke. Und ich möchte mir das Geld gerne sparen. So, missionsmäßig haben wir nicht viel offen, leider. Die Gruppe bleibt so, wie sie ist. Die zwei bleiben erstmal auf der Reservebank. Und wir gehen raus. Also, okay. Viel haben wir nicht. Schlitzzahn, Versteck. Dann gehen wir nochmal hin. Also muss man da hin. 9 Stunden. Die Zeit tickt. Also gerade Kreuz leuchtet. Sollten wir auch noch hin. Dann gehen wir da mal hin. Ein Mysterium umgibt die Thronbesteigung von König Casturio Ivoretti in Pitax. Der ist rechts von mir. Vom König, der ist ein bisschen verrückt in der Birne. Und er hat sich auf die Raublande abgesehen, welche mir noch nicht gehören. Okay, Brücke kaputt. 5 Münzen für die Überfahrt. Offenbar diese Pfahleimer an der Seilbrücke. Gehen wir den Weg lang. Zombie-Alarm. David Nessel. Das Gesicht des Leichnams ist nach der langen Zeit im Wasser aufgedunsen. Der Gestank, der seinen zahnlosen Mund entweicht, ist so beißend, dass deine Augen drehen. Die Hand, in der er einen unheilverkündeten Speer hält, ist mit Schorf bedeckt. Du fühlst dich plötzlich schwach, als würde eine kalte, nasse Hand schwer auf deinen Kopf lasten. Dein nasses Haar klebt auf deiner Haut und Rinnsale aus eiskaltem Wasser laufen dir über das Gesicht und Hemd. Und dann hörst du in deinem Kopf ein heiseres Flüstern. Da seid ihr ja. Tristan, ich spüre etwas Böses. Aber es geht nicht von dieser armen Seele aus. Nein, es wurde durch etwas Böses erschaffen, das ihm widerfuhr. Gehen von oben durch, ich kann am Schluss angreifen. Dann warst du es, der mir diese Albträume geschickt hat. Wir erinnern uns, ein paar Folgen zuvor gab es Albträume, ganz übel. Als sein gugendes Lachen deinen Schädel erfüllt, verschwimmt deine Vision und deine Ohren scheinen sich mit Wasser zu füllen. Alle anderen Geräusche sind gedämpft, als wärst du unter Wasser gefangen. Du schüttelst deinen Kopf, um dich von diesem Gefühl zu befreien. Wer bist du? David Nessel. Ein Sturm von Bildern blitzt vor deinen Augen auf. Vor langer Zeit kam dieser Mann, der damals noch lebte, von Prevor hierher, baute eine Seilbrücke und ein Haus und ließ sich von all jenen bezahlen, die über den Fluss wollten.
bist du gestorben. Du siehst die Vision eines Frühlingtages. Sonnenlicht wärmt deine Wangen. Drei Männer nähern sich dem Haus an der Brücke. Einer von ihnen trägt einen geweihartigen Helm, der Herrschkönig. Wütende Gesichter, ein Streit, das Schimmern eines gezogenen Schwertes. Plötzlich weiden sich die gierigen Augen des Hirschkönigs in ungläubigem Erstaunen. Der Herr des Hauses hat seine Hunde von der Kette gelassen. Du wirst von einem brennenden Geruch und einem lauten Gebell geweckt. Flammen kriechen die Wände hinauf. Das Geräusch von zersplittertem Glas, die eiskalte Nachtluft. Du bist draußen, außerhalb des Hauses, und irgendetwas stimmt nicht. Ein Pfeil bohrt sich tief in deine Schulter. Du hörst das schallende Gelächter aus 10 Kehlen. Du läufst, bist schon in der Mitte der Brücke. Der Mann mit dem geweihähnlichen Helm durchtrennt die Seile. Ein markerschütternder Schrei erfüllt die Nacht. Okay, der kam dahin, hat sich erstritten, weil er nicht drüber durfte, kam dann wieder mit 10 Mann und hat ihn niedergemacht. Arsch. Was willst du von mir? Du siehst die Vision eines Mannes mit einem geweihartigen Helm. Du hörst ein unterdrücktes Stöhnen und der Helm fällt mit einem dumpfen Geräusch zu Boden. Deine Hände sind voller Blut. Zu viel Blut. Tod dem Hirschkönig. Lindsay, hasst ihr es nicht auch, wenn euch jemand um etwas bittet, das ihr ohnehin machen wolltet? Ich neige in solchen Fällen dazu, gar nichts zu tun, um den Bittsteller zu ärgern. Kann mich unterhalten oder chaotisch neutral? Ich weigere mich aus Prinzip, euch zu helfen. Ihr hättet einen Verstand in Ruhe lassen sollen. Nee. Dafür habe ich keine Zeit. Nee. Also schön, du sollst deine Rache bekommen. Warum muss ich das übernehmen? Warum muss ich das übernehmen, einen Hirschkönig zu töten? Auch wenn ich ihn eh töten soll. Weiß der ja nicht. Warum muss ich das übernehmen? Du spürst, wie der unsichtbare Finger, die kälter sind als Stein, eine nasse Strähne deines Haars aus der Stirn streichen. Kannst du den Hirschkönig nicht selbst töten? Du siehst den Hirschkönig und seine Spießgesellen. Sie versuchen, eine neue Brücke zu bauen. Dann laufen sie in Panik vor dem verrotteten Monster davon. Seitdem hat der Hirschkönig diesen Ort gemieden. Also schön, grüß deine Rache. Der ertrunkene Mann, der regungslos neben dir gesessen war, nickt mit dem Kopf. Kommt später wieder, nehmt den Speer. 54 XP. Ja, netter Kollege. Aber eine neue Quest. Für XP mache ich alles. Ja, ich bin XP-Hure. Ich bin käuflich mit XP. Kein Problem, kriegen wir hin. Auf zum Wildschwein, auf zu Amiri. Alt Ahorn. Kommt einer so lustig bekannt vor? Gehen wir doch hin. Noch nicht betreten, weil alle haben hier Erschöpfung drauf. Deswegen ausruhen. Lagern. Jetzt muss ich sagen, im Lager selbst kann es sein. Tristan, Segen des ewigen Lichtes. Tristan, bete die barmherzige Serenia an und verdoppelt so HP-Regeneration und die Erholung von Attributschaden. Das ist gut. Ja, damit. Feuer frei. Have you ever thought of leaving the warrior's path? Finding a new task? Putting away your sword? Putting away? Yeah, right. It would get stolen right away. And it's pretty valuable. Ja. Kann man nicht übersetzen, es geht zu schnell. Die Unterhaltung. Passiert auch nur beim Lagen. So, wir gehen rein in den Alt-Ahornbaum. Wenn da schon ein Baum ist, warum nicht besuchen? Her damit. Greetings. Kestengaras, seid gegrüßt. Kestengaras, der ehemalige Hauptmann von Jarmandi Aldoris persönlicher Wache, nickt dir zu. Als hättet ihr euch erst gestern in Restov gesehen. Er hinkt sichtlich, seine Kleidung ist blutbefleckt und er sieht genauso grimmig und konzentriert aus wie bei eurer ersten Begegnung. Dieses Mal entdeckst du in seinen Augen aber außerdem eine Spur von Aufregung. I have urgent news from Restov. The investigation that I have conducted at Lady Jamandi's orders have proved your innocence. Tartuccio was and still is the Pataxian spy. That dreadful night, it was him who had opened the gate and let the assassins in. It appears that he had planned to gain the barony and Eldori's support, only to later place these lands under the command of his true patron. King Iroveti is no stranger to intrigue, and likes to use others to do his dirty work. Anyway, Lady Jamandi sends her apologies. Okay. Ich habe dringende Neuigkeiten.
Außer Astorf. Die Untersuchung, die auf Geheiß von Lady Jamadi angestellt habe, hat eure Unschuld bewiesen. Ja! Tartuccio war und ist der Spion aus Pitax. Er war es, der in jener schrecklichen Nacht das Tor geöffnet und die Assassinen eingelassen hat. Wie es scheint, verfolgte er den Plan, sich die Unterstützung der Baronie und der Aldori zu sichern, um diese Länder dann seinen wahren Herrn in die Hände zu spielen. König Ivoretti sind Intrigen nicht fremd und er liebt es, andere für die Drecksarbeit einzuspannen. Kesten verzieht das Gesicht. Jedenfalls bittet euch Lady Jamadi um Verzeihung. Geht doch, siehst du? Ich nix Spion. Ich nur Abenteurer. Und kleine Spion. Aber ist eine andere Geschichte. Lady Jamadi ordered me to capture Tartuccio. We were following his trail when that damned mist fell. First we entirely lost our way and then stumbled right into a bandit ambush. Alas, nearly all my people were wounded and can go no further. And so I'm here asking for your aid. I'll point out on the map where Tartuccio is supposed to be. Bring that scum to Oleg's trading post, dead or alive. Restov will not forget this favor. Lady Jamadi hat mir befohlen, Tartuccio gefangen zu nehmen. Wir folgten seiner Spur, als dieser verdammte Nebel aufzog. Meine Schuld. Nebel aufzog. Wir uns verirrten und schnurstracks in einen Banditenhinterhalt liefen. Leider wurden dabei fast alle meine Leute verwundet, weshalb wir unsere Suche nicht fortsetzen können. Deshalb bin ich hier und bitte euch um Hilfe. Ich zeige euch auf der Karte, wo sich Tartuccio vermutlich aufhält. Bringt diesen Bastard zu Olegs Handelsposten, tot oder lebendig. Restov wird diesen Gefallen nicht vergessen. Kiefernfleck enthüllt. Ich weiß ja, wo Tartuccio das letzte Mal gesehen hat. Geil. Wie konnte Tartuccio euch zum Narren halten? That sly bastard has caused us no little trouble, that's for sure. When he showed up in Restov and announced he was going to join the expedition, nobody suspected a thing. Yes, a gnome, yes, a sorcerer, but so what? Even after that terrible night, some of my people were willing to bet money on you being the spy. What? Der gerissene Bastard hat uns einigen Ärger gemacht, so viel steht fest. Kästen runzelt die Stirn. Als er in Restov aufgetaucht ist und verkündet hat, er wolle sich der Expedition anschließen, hatte niemand auch nur den geringsten Verdacht. Ja, er war ein Gnom und Zauberer. Na und? Selbst nach diesen schrecklichen Nächten haben einige meiner Leute darauf gewettet, dass ihr der Spion seid. Nee, bin ich aber nicht. His overconfidence was his downfall. Tartuccio's henchmen, it seems, imagined they could safely meet with Pataxian spies in the town's seedy underbelly. But Restov is the ancestral home of the Aldori, and Lady Jamadi is respected not only by the aristocracy and the common folk, but also by those on the other side of the law. Sein Hochmut hat ihn zu Fall gebracht. Wie es scheint, dachten Tartuccios Schergen, sie könnten sich in den zwielichtigeren Teilen der Stadt gefahrenlos mit pitaxischen Spionen treffen. Aber Restov ist der Familienbesitz der Aldori und Lady Jamadi wird nicht nur vom Adel und dem gemeinen Volk respektiert, sondern auch von jenen auf der anderen Seite des Gesetzes. Hm? We received a message from the slums. A good friend, who wished to remain anonymous, suggested the sword lords take a closer look at a certain guest from Patax. Jamadi immediately sent for me and ordered me to capture the spy, all very quietly, of course. He told us everything, and not only about Tartuccio. I doubt that Irovetti was pleased to hear of his agent's failure. Wir erhielten eine Nachricht aus den Elendsvierteln. Ein guter Freund, der unerkannt bleiben wollte, empfahl den Schwertfürsten, einen gewissen Besuch aus Pitax unter die Lupe zu nehmen. Jamadi ließ sofort nach mir schicken und befahl mir, den Spion gefangen zu nehmen, ohne großes Aufsehen natürlich. Er hat uns alles erzählt und nicht nur von Tartuccio. Ich bezweifle, dass Ivoretti sonderlich erfreut war, als er vom Scheitern seiner Spione erfuhr. Ein gemeines Grinsen huschte über Kestens Gesicht. Wonach können Pitaxische Spione in Raublanden suchen? Garris ist der Name von Adelshaus. Wonach können Pitaxische Spione im Raubland suchen? Pataxian Spies are much like magpies. They'll grab anything that catches their eye. Information, treasure, artifacts. This time King Irovetti had a chance to seize the entire stolen lands region, and at the Aldori's expense. I'll give you some advice for the future. Be wary of the Pataxian King. He's truly a snake of a man. Pitaxische Spione sind wie Elstern. Sie schnappen sich alles, was ihnen ins Auge fällt. Informationen, Schätze, Artefakte. In diesem Fall bot sich König Ivoretti eine Gelegenheit, die gesamte Raublande an sich zu reißen. Und zwar auf Kosten der Aldori.
Lasst mich euch einen Rat für die Zukunft geben. Seht euch vor dem pitaxischen König vor. Er ist eine echte Schlange. Garrus ist der Name eines Adelshauses in Brevoy, nicht wahr? Heißt das, ihr seid ein Adliger? Used to be. It's only a name now, nothing more. The House Garrus are a noble family in Brevoy. They own several mines in the Galushkin Mountains. My father Evan is cousin to Lord Howland Garrus. But he's my father no